Wir sind heute in Hamburg, genauer gesagt in St. Pauli und arbeiten heute auch mit dem FC St. Pauli. Und wir machen einen Workshop, wo wir gemeinsam die Nachhaltigkeitsstrategie für die nächste Saison ausarbeiten werden. Ja, wir wollen beim FC St. Pauli nicht nur unserer Verantwortung gerecht werden, sondern wollen vor allem eben auch gestalten, soziale Nachhaltigkeit gestalten und eben auch ökologische Themen bearbeiten. Und so versuchen wir eben Fußball und Nachhaltigkeit ständig zu verknüpfen. Wir haben ein sehr cooles Konzept geplant, die Appreciate Inquiry, in vier Phasen aufgeteilt, und der Hauptpart ist das Träumen. Und aus diesen Träumen wollen wir Leuchtturmprojekte für den FC St. Pauli entwerfen. Also ich habe das bei der Arbeit irgendwie häufig, dass ich gar nicht die Möglichkeit bekomme, so explorativ zu sein, weil da ist man meistens für eine Jobrolle eingestellt und da kommt man nicht so gut raus. Und hier habe ich einfach mal die Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Und ja, auch mit Menschen, die irgendwie total nett sind, meinen Lieblingskommilitoninnen. Gerade eben haben wir darüber gesprochen, wie erfrischend es doch ist, mal vom dystopischen in den utopischen Gedanken zu wechseln. Das ist total spannend, jetzt diese ganzen Träume und Eindrücke, die die Teilnehmenden mitgebracht haben, in konkrete Projekte umzusetzen. Ja, die Stimmung ist super. Also es ist auch total cool, mit den ganzen Kolleginnen sich auszutauschen, auf Ideen kommen, einfach mal so ein bisschen rumzuspinnen, sage ich mal, was es alles so gibt. Und ja, es macht total Spaß. Ich finde es erstmal unfassbar wichtig, dass wir uns heute die Zeit genommen haben, um einmal zu reflektieren, was haben wir geschafft. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Basis, um überhaupt weitermachen zu können, um sich nicht immer so, ja, das Thema hat ja so einen demotivierenden Charakter ansonsten, das ist immer so schade. Und dass wir hier gleichzeitig aufgerufen werden, uns selber einzubringen, wirklich aktiv Ideen zu entwickeln und voranzuschreiten, finde ich eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Dafür sollten wir uns viel mehr Zeit nehmen. Ich freue mich sehr, dass die Studentinnen der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eben auch eine Rolle eingenommen haben in unserer eigenen Nachhaltigkeitstransformation. Der Blick von außen ist unheimlich wertvoll. Wir haben einiges an neuen Methoden gelernt und habe die Zusammenarbeit als extrem wertvoll wahrgenommen. Ja, was ein toller Tag. Also heute war total spannend. Ich gehe sehr beruhigt aus diesem Tag raus, weil ich weiß, dass der FC St. Pauli hier coole Ideen mitgenommen hat. Und ja, ich bin einfach begeistert bin und freue mich, diesen Prozess auch zu begleiten. Schön war's. Ja, wir haben irgendwie alles geschafft, was wir schaffen wollten, haben irgendwie tolle Ergebnisse. Die Gruppe war toll, die haben alle super mitgemacht. Was sagst du? Ich würde sagen, es war schon eine große Challenge auch. Ja. Mit dem Zeitmangel von Beginn dann das noch alles unterzubringen. Aber ich bin total begeistert, wenn ich ehrlich bin. Und ja, finde es einfach super geil, auch was an Rückmeldungen kam, dass alle so begeistert und motiviert waren und so positiv über ihre eigene Organisation und Zusammenarbeit gesprochen haben. Und vor allem auch so zum Thema Nachhaltigkeit, weil es ja auch so oft mit so dystopischen Ideen zu tun hat. Also wie können wir überhaupt Klimawandel noch besiegen? Also schaffen wir überhaupt unsere Ziele zu erreichen? Und da irgendwie trotzdem eine positive Basis zu schaffen und trotzdem aber Lösungen zu finden, das haben wir irgendwie ganz gut geschafft heute. Das haben wir überragend geschafft. Ja. Jetzt ist St. Pauli ja genau an dem Punkt, Institutionen zu gestalten. Jetzt, das war der Auftakt.
Und jetzt braucht es bei St. Pauli Institutionsgestaltung. Eigentlich müssten sie spätestens jetzt jemanden abstellen, der den ÖFI studiert. Oder uns einstellen. Oder uns einstellen.